Der Boogie-Woogie gab in Brunn am Gebirge ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Zu Gast waren Michael Bebny und der deutsche Boogie-Großmeister Vinz Weber. Der Grund dieser Veranstaltung war, dass der Herr Bebny sehr bekannt ist in der Umgebung. Und so haben wir beschlossen, ihn einmal in Brunn zu engagieren. Und haben uns sehr gefreut, dass er auf den Termin eingestiegen ist und dass er das erste Mal in Brunn macht. Was war der Grund, dass Sie sagen, da gehe ich her? Der Michael Bebny. Michael Bebny wollte ich sehen und hören. Das war auch ein Geschmack von meinem Garten und das muss ich sagen, das sagt mir jetzt auch recht gut zu und ich gehe schon so fast über ein Jahr lang immer zu Jazzkonzerten. In Wien geborene Michael Bebny begann mit 6 Jahren eine klassische Klavierausbildung. Ab seinen Teenagerjahren hat er sich dann ganz dem Blues and Boogie verschrieben. Mittlerweile hat er 27 Jahre Bühnenerfahrung. In Brunn gastierte er im Duett mit dem deutschen Boogie-Urgestein Vinz Weber. Na, ich habe oft in Wien gespielt, irgendwie dadurch kenne ich Michael Bebny und der hat mich eingeladen. Wir haben in Hamburg gespielt. Auf einem großen Festival, da waren 16 Pianisten und da sind wir nicht dazu gekommen zu spielen. Und deswegen spielen wir heute Abend zusammen. Es freut mich besonders, dass ich Brunn begeistern konnte, hier mal ein Festival zu machen, wo sich nicht nur nationale, sondern auch internationale Pianisten und die Szene trifft. Und ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal. Wir sind ja heute recht voll, das freut mich ganz besonders, trotz Osterferien.